Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Goodbye Matrix. Mein Name ist Sergio von Fakin und in diesem Video möchte ich mit dir über die neuen Gründe sprechen, warum ich mich für den Kauf der Staatsbürgerschaft in St. Lucia entschieden habe. Und hier ist sehr, sehr wichtig, dass wenn du darüber nachdenkst, dir eine Staatsbürgerschaft zu kaufen, welches persönliche Setup hast du? Hast du Kinder? Hast du Familie? Hast du Ehefrau? Hast du einen Ehemann? Und so weiter und so fort. Bist du alleine? Und daraus kannst du dann halt letztendlich schließen oder für dich festmachen, welches Programm in der Karibik zum Beispiel für dich relevant sein könnte und welches du durchlaufen möchtest. Als Familien kann ich von Anfang an schon sagen, kannst du dir Antigua Barbuda anschauen. Hier ist es die günstigste Option, die einfachste Option, auch die eigenen Eltern mit reinzunehmen, Geschwister und so weiter und so fort. Wenn man ein Einzelantragsteller ist, ist in der Regel St. Lucia oder Dominica interessant. Für mich persönlich ist es halt aus verschiedensten familiären Konstellationen heraus und wegen aktuellen Sanktionen nicht möglich, hier, sage ich mal, die familiäre Option zu wählen, weil meine Frau halt aus Russland kommt und dort geboren wurde. Und sobald man in Russland geboren wurde, sagen die Karibikstaaten aktuell, okay, dort gibt es diese CBI-Programme nicht mehr für die Russen. Und dementsprechend konnte ich halt hier leider nur als Einzelantrag, ja, den Weg der Staatsbürgerschaft gehen oder den Weg eines Kaufes einer Staatsbürgerschaft gehen. Gut, aber schauen wir uns als erstes mal einen wichtigen Punkt an, der natürlich auch für mich relevant war, und zwar der Vergleich der Kosten. Ja. Du siehst hier schon in der Übersichtstabelle, das jetzt Stand April 2024, das ist natürlich nur ungefähr geschätzt, grob, ja. Es kann sein, dass es ein bisschen mehr, ein bisschen weniger ist, aber das St. Lucia auf der ganz linken Seite und rechts Dominica vom Preis her für eine Person, also für Einzelantragsteller, interessant sind. Wenn man jetzt eine Familie ist und man hat mehrere Personen, dann ist in der Regel Antigua Barbuda das interessante Programm für einen. Und dementsprechend habe ich mir natürlich sehr genau dann St. Lucia und Dominica angeschaut, um zu schauen, okay, welches Programm durchlaufe ich jetzt? Ich hatte jetzt für mich persönlich jetzt hier nicht den Punkt gesehen, nochmal 50.000 Dollar mehr zu zahlen für Grenada. Das ist für mich dann weggefallen. St. Kitts und Nevis ist der Preis schon extrem angestiegen. Von daher, das war jetzt für mich auch kein Punkt. Und Antigua Barbuda, wie gesagt, da war jetzt auch für mich nicht der Punkt, da nochmal 30.000 Dollar mehr zu zahlen. Also für mich war natürlich auch ein wichtiger Punkt, dass ich natürlich die Kosten auch runterbringe, logischerweise. Genau, und da waren dann halt letztendlich als Einzelantragsteller sind halt St. Lucia und Dominica relevant, aber das waren nicht die einzigen Punkte, die für mich ja wichtig waren. Schauen wir uns kurz einmal Vergleich der Reisefreiheit an. Also generell kannst du sagen, zum Beispiel, dass St. Lucia gute Verbindungen zum Westen hat. Das heißt, deswegen haben sie bisher auch noch keine Visafreiheit nach Russland und auch nicht nach China. So, das heißt, wenn das für dich wichtig ist, dass du China und Russland mit drin haben willst, unbedingt, dann ist natürlich Dominica hier wesentlich besser, logischerweise, oder auch Antigua mit Russlandzugang, ja. In Grenada natürlich auch, logischerweise. Also, das heißt, wenn das für dich wichtig ist, dann wäre als zum Beispiel als Einzelantragsteller Dominica, Grenada interessant in diesem Bereich, gerade wenn du auch geschäftlich unterwegs bist in diesen Ländern. Für mich persönlich, durch meine Familie, ist es halt so, dass ich sowieso dann schon Verbindung habe nach Russland, dort einfach auch einen deutschen Aufenthaltstitel bekommen kann. Das heißt, das war jetzt für mich dann kein ausschlaggebender Punkt in dem Fall. China, war jetzt für mich auch nicht wichtig, weil ich jetzt geschäftlich da nicht aktiv wirklich bin. Für mich wäre halt eben Hongkong, Singapur viel wichtiger und vielleicht auch noch London. Aber ich halte mich halt eben auch viel dann dementsprechend in diesen Ländern auf, Hongkong und Singapur, habe dort auch Unternehmen und dementsprechend macht das für mich auch Sinn, dort Zugang zu haben. Das bietet mir zum Beispiel St. Lucia auch aktuell noch Zugang zu Großbritannien, was zum Beispiel Dominica bereits verloren hat. Also Dominica hat zum Beispiel nicht mehr Zugriff auf Großbritannien, aber wie gesagt, für mich ist das ist kein Punkt. Auch der Schengen-Bereich ist es kein wirklicher Punkt. Aktuell haben natürlich alle fünf Karibikstaaten noch Zugang zum Schengen-Raum. Das könnte sein, dass St. Lucia das verliert in den kommenden Monaten, weil die halt aktuell noch nicht angekündigt haben, die Preise zu erhöhen. Ich gehe aber stark davon aus, dass sie das machen werden und dass sie aktuell auch schon im Hintergrund mit der EU sprechen. Es gibt da sehr wahrscheinlich noch andere vertragliche Bedingungen, die St. Lucia aktuell zurückhält, die Preise anzuheben, dass sie es nicht dürfen von alten Verträgen, von diesen Entwicklungsprogrammen dort, die Infrastrukturprojekte. Und ich gehe aber stark davon aus, dass sie ab 2025 dementsprechend nachziehen werden. Also das heißt, dort ja, sollte man dann auch in die Umsetzung gehen, schnellstmöglich. Genau. Aber du siehst zum Beispiel jetzt rein vom Reisetechnischen her und von der Visafreiheit, tut sich da relativ wenig. St. Lucia hat so gesehen, sage ich mal, wie gesagt, Russland und China nicht. Aber wenn das jetzt nicht für einen relevant ist, so für mich,
dann ja, ist die Frage, okay, welche weiteren Punkte gibt es? Generell ein Punkt, das ist der dritte Punkt, den ich hier kurz einmal nochmal aufzeigen möchte, ist, was ja auch viele nicht, sag ich mal, direkt realisieren, ist, alles ist remote möglich, ja, außer bei Antigua und Barbuda musst du am Ende einmal nach Antigua und Barbuda nach Genehmigung dann auch in den ersten 5 Jahren für eine Woche dann einreisen und dort vor Ort sein. Alle anderen Programme kann man komplett remote machen, muss auch nicht vor Ort sich aufhalten, auch nicht nach der Einbürgerung dann so gesehen. Aber das bedeutet halt eben nicht, nur weil ich Staatsbürger in einem Land bin, dass ich dort leben muss. Ja, ich kann ja auch deutscher Staatsbürger sein und muss nicht in Deutschland leben, logischerweise. Ja, also das ist ja klar. Aber man hat auf der anderen Seite die Option, rein theoretisch dort zu leben. Und auch als deutscher Staatsbürger habe ich ja die Option, mich in der ganzen EU niederzulassen wegen der Niederlassungsfreiheit. Und man könnte diesen ja, CARICOM-Pass auch die EU der Karibik nennen, ja, so nenne ich das ganz gerne, ja. Denn ein Pass dort in diesen Staaten eröffnet mir potenziell 15 neue Möglichkeiten, mich einfach in 15 anderen Ländern niederzulassen. Du hast generell schon Freizügigkeit von Personen in den 7 Staaten der Ostkaribik, welche die OECS-Wirtschaftsunion ist, ja. Und das umfasst halt eben aktuell Antigua Barbuda, Dominica, Grenada, Montserrat, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen. Das heißt, dort kann ich mich sowieso schon einfach niederlassen. Heißt, wenn ich jetzt St. Lucia den Reisepass dort habe und Staatsbürger bin, dann kann ich auch in St. Kitts und Nevis leben, rein theoretisch. Das ist halt eben ein großer Vorteil, diese Option, die ich dann habe. Und dann gibt es halt eben CARICOM und CARICOM CMSE, sehr wichtig, das zu unterscheiden. Und dort haben die gesagt, seit dem 1. März 2024 sollen halt eben die Staats- und Regierungschef der CARICOM CMSE die Freizügigkeit für alle CARICOM CSME-Bürger oder generell in Zukunft auch für alle CARICOM-Bürger einführen. Das heißt, daran arbeiten sie gerade. Es ist noch nicht der Fall. Du siehst jetzt hier die CARICOM, das sind 15 Vollmitglieder und die ich orange hinterlegt habe, die haben halt schon gesagt, okay, sie sind halt aktuell keine CSME-Mitglieder und sie beteiligen sich aktuell nicht an der Freizügigkeit. Es ist aber sehr, sehr einfach, sich dort auch eben aufzuhalten in diesen Ländern und auch einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Das ist vereinfacht möglich in den ganzen Ländern. Zum Beispiel kann man sich jetzt auch in Belize sehr einfach niederlassen, ja, als CARICOM-CSME-Bürger. Ganz interessant ist natürlich hier Bahamas als komplett steuerfreies Land. Und wenn man in Bahamas zum Beispiel einen Aufenthaltstitel bekommen möchte, muss man in Immobilien wenigstens 750.000 US-Dollar investieren. Wenn du das jetzt vergleichst mit einem Pass, den du dir kaufst für 100.000 Dollar, ja, natürlich ein bisschen mehr mit den ganzen Gebühren, also 130.000 Dollar, ist das natürlich schon mal ein großer Unterschied im Vergleich zu 750.000 Dollar. Und dann könnte ich mich ja auch nur auf den Bahamas aufhalten und nicht in den ganzen anderen 15 Ländern. Und hier habe ich halt eben mit dem Karibikpass die Option, mich potenziell in diesen 15 anderen CARICOM-Staaten einfach niederzulassen. Und in Zukunft gehe ich davon aus, dass sie das generell auch ja, einfach machen werden und dass dann vielleicht auch die Bahamas sagen werden oder auch Bermuda, die ja auch schon dazu übergehen wollen, Vollmitglied zu werden von CARICOM, dann könnte man dort auch einfach leben. Und das ist natürlich ziemlich interessant aus der Sichtweise der Flaggentheorie. Und dadurch, wenn ich jetzt einen CARICOM-Pass habe und diese ganzen Optionen habe, dort potenziell mich in 15 Staaten niederzulassen, habe ich mir natürlich komplett neue Optionen geschaffen, weit weg von Brüssel und der EU. Ja, schau dir das einfach mal geografisch an, da liegt ein großer Ozean dazwischen. Das heißt, wenn du dir jetzt einen Plan B, Plan C, Plan D schaffen willst und eine Firewall gegenüber der EU aufbauen möchtest, wo du auch in Notfallsituationen einfach mal flüchten kannst, ob es jetzt nächste Pandemien sind, die kommen oder Kriege oder was weiß ich, was halt eben kommen kann, rein theoretisch, dass man einfach weg will oder die EU komplett durchdreht mit ihren ganzen Gesetzen, dann kann ich mich einfach in diesem Bereich der Welt einfach niederlassen. Habe ich als Option. Ich kann mir natürlich auch noch irgendwo in Südamerika versuchen, in Zukunft eine Staatsbürgerschaft zu holen. Dann habe ich vielleicht noch sogar noch Mercosur-Zugang. Ja, so kann man immer schauen, welche Blöcke gibt es denn weltweit verteilt und wo kann ich mich niederlassen. Und es ist nicht immer nur gut, nur sein Vermögen weit weg von der EU zu lagern, sondern vielleicht auch, dass man sich selbst schnell rausschiffen kann und sich rausmanövrieren kann, wenn das denn nötig werden sollte. Schauen wir uns auch noch einmal einen weiteren Punkt an, der auch noch für mich sehr wichtig war. Einfach generell, ich bin kein Fan von Bürokratie, dass ich viel Papier beibringen muss. Das hasse ich einfach. Ja, ich mag das einfach überhaupt nicht. Und St. Lucia hat es hier aktuell sehr einfach gemacht. Man muss halt eben seine Gesundheit bei den meisten Programmen nachweisen, bei den 5 Staaten ja, der Karibik, wo man diese CBIs dann auch durchlaufen kann. Und St. Lucia hat sogar das einfache Gesundheitsscreening aktuell komplett abgeschafft. Das heißt, das muss ich nicht mehr beibringen. Ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Das heißt, es ist halt einfach wieder ein weiteres Papier, was entfällt. Es ist ein weiterer Termin, den ich nicht machen muss beim Arzt. Es sind weniger Kosten, weniger Beglaubigungen oder Übersetzungen und so weiter und so fort. Ja, also es ist einfach, für mich war einfach ein ausschlaggebender Punkt auch, welches Programm hat am wenigsten Papierkrieg für mich. Und da siehst du am Anfang, am Ende geht es gleich auch nochmal von mir, einen Überblick aller Dokumente, die ich beibringen muss. Die zeige ich gleich auch nochmal. Und wie einfach eigentlich St. Lucia ist. Wenn ich jetzt das zum Beispiel gleich mit Antigua Barbuda, St. Kitts und Nevis, Grenada, da muss ich schon mal auf jeden Fall einen HIV-Test beibringen.
Und Dominika als Einzelantragsteller wäre es ja eigentlich eine gute Option für mich gewesen, die auch am günstigsten wäre, noch unter anderem neben San Lucia. Da muss ich aber nicht nur den HIV-Test bringen, sondern großes Blutbild, Urintest, Impfungen und so weiter und so fort. Und das sind natürlich alles Sachen, es nimmt Zeit in Anspruch, muss die Termine machen, es kostet alles Geld. Man muss diese Operationen oder Untersuchungen, nicht Operationen, Untersuchungen über sich ergehen lassen. Also für mich ist es einfach dann zu sagen, für mich ist ein No-Brainer, ich gehe mit St. Lucia anstatt Dominika. Gut. Dann, klar, auch ein weiterer Grund für mich, St. Kitts und Nevis hat es vorgemacht, wo die Reise hingeht mit den Preisen. Ab 30. Juni 2024 werden die Preise auf Minimum 200.000 US-Dollar angehoben. St. Lucia hat, wie gesagt, aktuell noch nichts angekündigt. Aber ich gehe stark davon aus, dass es ab 2025 der Fall sein wird. Also das heißt, jetzt oder nie, und das war natürlich für mich auch ein Grund. Klar, Deutschland hat jetzt die doppelte Staatsbürgerschaft erlaubt. Jetzt werden sollen die Preise erhöht werden in der Karibik. Dementsprechend sage ich mir, okay, ich mache es jetzt und warte nicht länger ab. Dann natürlich auch ein weiterer wichtiger Punkt, der für mich jetzt sehr wichtig ist, aus der Sichtweise als Perpetual Traveler, potenzieller Schutz vor Besteuerung nach Staatsbürgerschaft. Denn die Bundesrepublik Deutschland könnte sich hier ein Beispiel an Ungarn nehmen, das genauso umsetzen, wie Ungarn es aktuell macht, denn Ungarn hat schon Besteuerung nach Staatsbürgerschaft. Und wann macht das Ungarn? Das ist ganz einfach. Wenn man zum Beispiel als Ungarn nicht in einem Land lebt, welches ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Ungarn abgeschlossen hat, ja, und natürlich musst du da auch dann steuerlich ansässig sein. Also das heißt, so das Thema Perpetual Traveler aus ungarischer Sicht ist eigentlich nicht wirklich möglich. Man muss sich erstmal einen Steuerwohnsitz suchen und auch etablieren und natürlich auch dann in einem Land, welches ein Doppelbesteuerungsabkommen hat mit Ungarn. Das könnte natürlich Deutschland auch in Zukunft mal einfach sagen. Aber sie sagen dann, oder man fällt komplett aus dieser Regelung raus, dann könntest du auch Perpetual Traveler sein als Ungarn, wenn du eine doppelte Staatsbürgerschaft hast. Und das ist halt einfach, was ich hier sehe, dass Deutschland das auch machen könnte, weil damit würde sie keine Probleme bekommen mit der EU. Ja, ist ja immer gerne ein Argument, dass Leute sagen, ja, wenn aber die BRD Besteuerung nach Staatsbürgerschaft einführt, dann müsste sie ja alle Doppelbesteuerungsabkommen neu aushandeln und die EU würde sagen, das ist nicht EU-rechtskonform. Mit dieser Möglichkeit, wie Ungarn es macht, wäre es ja anscheinend möglich, weil Ungarn kann es ja auch machen. Also warum sollte es die BRD nicht machen können? Damit wäre auch dieses klassische Konzept, welches wir schon seit Jahren machen und auch viele aus unserer Community Perpetual Traveling auch nicht mehr möglich. Aber wenn die sagen zum Beispiel, ja, wenn du doppelter Staatsbürger bist, dann interessiert uns das nicht, wäre man da wieder raus. Und das ist eben das, was ich sehe. Und ich möchte mir jetzt einfach weitere Optionen schaffen. Ja, und es ist für mich auch der nächstlogische Schritt in der Flaggentheorie, mir jetzt eine Staatsbürgerschaft zu kaufen und den Weg dieser Königsdisziplin, sage ich mal so, zu gehen. Denn alles andere habe ich sehr gut ausgebaut mittlerweile in den letzten Jahren. Mein Vermögen ist sehr gut diversifiziert. Ich habe ein sehr großes Vermögen. Es ist weltweit verteilt in verschiedensten Optionen, verschiedensten Assetklassen. Ich habe die verschiedensten Wohnsitze und Permanent Residencies mir gesichert. Ich habe verschiedenste Bankkonten. Ich habe Firmen weltweit verteilt und so weiter und so fort. Also eigentlich habe ich alle Punkte der Flaggentheorie schon sehr, sehr gut umgesetzt. Für mich persönlich, wenn ich mir das selbst jetzt anschaue. Klar, es ist nie etwas perfekt. Man arbeitet da immer Schritt für Schritt dran. Aber das Thema Staatsbürgerschaft konnte ich in den letzten Jahren ja nie wirklich umsetzen, weil Deutschland die doppelte Staatsbürgerschaft ja nicht erlaubt hat. Jetzt ist es möglich oder jetzt bald wird es möglich sein. Zusätzlich werden jetzt die Karibikstaaten die Preise anheben. Und jetzt sage ich mir halt einfach, okay, der einfachste Weg, schnell eine zweite Staatsbürgerschaft zu bekommen für mich, ist halt eben der Weg, mir eine jetzt zu kaufen, weil es mein Vermögen das hergibt und so weiter und so fort. Und ja, weil ich das jetzt einfach machen möchte und mein persönliches Setup erweitern möchte, gerade im Bereich Staatsbürgerschaften. Und dann kann ich in Zukunft ja immer noch sagen, hey, ich kaufe mir vielleicht in Istanbul noch eine Immobilie und kriege dadurch vielleicht die türkische Staatsbürgerschaft oder versuche mich noch irgendwo einzubürgern und so weiter und so fort. Hab dann aber schon mal ein zeitliches Puffer geschaffen, falls dann in der Zwischenzeit schon Deutschland am Rad dreht und sagt, wir führen die Besteuerung nach Staatsbürgerschaft ein oder irgendwas anderes, habe ich hier halt eben schon mal potenziell mir eine Firewall geschaffen, was ich sehr, sehr wichtig finde. Schauen wir uns jetzt noch zum Schluss einmal kurz den Papierkram an, den ich für St. Lucia beibringen muss. Und daran, dann siehst du auch eigentlich, dass es sehr einfach ist. Ja, also es ist nicht so viele, sage ich mal, Dokumente gibt, die du beibringen musst. Und zwar siehst du zum Beispiel, dass ich halt den gesamten Reisepass, alle Seiten kopieren musste, beglaubigen musste mit Apostille. Dann natürlich auch alle meine, ja, Identitätskarten aus allen Ländern, die ich habe und auch meinen Führerschein. Die Geburtsurkunde mit Apostille habe ich beantragt. Also siehst hier in der Mitte dieses blaue, von was man nur Scan-Copy braucht, also einfach nur eine Kopie, eine digitale, die übersetzt werden kann und was man als Kopie braucht plus Apostille. Und am Ende gibt es dann auch eben noch eine Übersicht von den Dokumenten, die ich halt als Original einreichen muss. Die Originale bekomme ich aber sogar wieder zurück. Das Einzige, was halt eben etwas schwieriger ist, sind halt eben die Dokumente, die man mit Apostille versehen muss, aber was ja auch relativ easy ist. Und die Sachen sind eigentlich alle beantragt. Du siehst, dass ich eine Heiratsurkunde habe ich ja schon mit Apostille. Wenn man jetzt geschieden ist, das Scheidungsurteil, ja, aber es trifft ja jetzt auch nicht auf jeden zu. Dann 6 Bilder, Lebenslauf,
ja, deine ganzen Unternehmen, die du gegründet hast oder da, wo du gearbeitet hast, je nachdem, wenn du jetzt Angestellter bist. Das sind jetzt bei mir in dem Fall zum Beispiel 5 verschiedene Unternehmen weltweit, in denen ich Shareholder bin oder auch Rechendirektor. Dann Bank Reference Letters, auch sehr einfach beizubringen. Education Certificate, also zum Beispiel deine Ausbildung, dein Diplom von der Universität und so weiter und so fort. Dann Führungszeugnisse müssen natürlich beigebracht werden mit Apostille. Und das war's. Also das ist halt eigentlich, St. Lucia hat sich hier, wenn ich das jetzt vergleiche, zum Beispiel auch mit Dominica oder mit den anderen Programmen, gibt es sehr wenig Dokumente, die man beibringen muss, und jeder Perpetual Traveler und so weiter und so fort kann das auf jeden Fall auch, meiner Meinung nach. Und dafür, das war halt eben auch einer der wichtigsten Punkte, warum ich mich dazu entschieden habe, St. Lucia auch zu nutzen, weil dann einfach die Umsetzung sehr einfach gemacht wird. Genau. Ja, wenn du dich dazu entscheiden möchtest, auch in der Karibik etwas umzusetzen oder generell den Kauf einer Staatsbürgerschaft anstrebst, dann findest du den Link unter dem Video. Du kannst sehr gerne einen unverbindlichen Kostenvoranschlag auch anfordern. Und wenn du das machst, dann wirst du Kontakt mit Anastasia Danilova haben. Du siehst jetzt hier ein Foto, damit du weißt, mit wem du es zu tun hast. Sie koordiniert das alles und begleitet dich auch im gesamten Verlauf deines Antrages mit uns. Wenn du irgendwelche Fragen haben solltest, sehr, sehr gerne als Kommentar. Ich hoffe, du hattest heute wieder sehr viel Spaß dabei, und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.